Jetzt sind wir aber am Ende. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist beendet. Weil die Nachfrage nach unseren Produkten aus dem Ausland kreditfinanziert war, auf Schulden basierte. Das wenige Wachstum, was überhaupt da war, war ein schuldenbasiertes Wachstum. Ist doch klar, dann komme ich zum Ausgang meiner Vorlesung oder meines Vortrages. Wenn ich die Löhne drücke, keine hinreichende kaufkräftige Nachfrage damit mehr schaffe, dann sagen die Kapitalisten, das ist doch nicht schlimm, Arbeiter. Nimm doch einen Kredit. Dann kannst du noch weiter konsumieren. Und Staat, von dir verlange ich, dass du keine Steuern auf meine Profite erhebst. Und wenn du weiter konsumieren willst, Staat, deine öffentlichen Bediensteten bezahlen willst, dann nimm doch einen Kredit. Wir sind doch in beiden Fällen da für euch. Wir Vermögenden, wir geben dir doch, Arbeiter, den Lohn, den wir dir genommen haben, als Kredit zurück. Und darauf zahlst du nochmal Zinsen. Und wir geben dir doch, Staat, der du unsere Gewinne nicht besteuert hast, geben wir doch gerne diese Steuern, die nicht gezahlt, als Kredit. Und darauf zahlst du uns nochmal Zinsen. Machen wir doch gerne. Genau dieses Spiel wird gespielt. Genau dieses Spiel wird gespielt. So einfach ist das. Ökonomie ist eigentlich gar nicht schwierig. Eigentlich nicht. Und damit stecke ich allerdings leider nur die Welt an. Und jetzt wissen Sie nicht mehr weiter. Weil die Neoliberalen haben jetzt, wie nennt man das, den Bogen überspannt. Oder der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Sie haben überzogen. Sie haben einfach überzogen mit ihrer Umverteilung. Mit ihrem Lohndrücken, mit ihren Nichtsteuernzahlen, mit ihrer Bereicherung, mit ihrer Ausbeutung von Völkern, von Menschen, haben sie schlicht und ergreifend den Bogen überspannt. Das Problem ist nur, dass sie immer noch nicht bezahlen wollen für ihre Bereicherung, für ihre Raubzüge, die sie begangen haben, weltweit. Und sie sagen quasi als Therapie, wir wollen so weiterspielen. Wenn Frau Merkel sagt in der letzten Talkshow bei Anne Will, ich will, dass Deutschland weiter Exportweltmeister bleibt, dann drückt das nur eins aus. Sie hat erstens von Ökonomie keine Ahnung. Null. Ist ja auch nur Physikerin. Und zweitens ist sie so interessenverblödet und steckt mit dem Kapital unter einer Decke, dass selbst wenn sie es wüsste, nur diese Aussage machen kann. Aber damit ist ja nichts gelöst. Im Gegenteil, sie gießt ja geradezu, um im Bild zu sprechen, sie gießt ja geradezu Öl ins Feuer damit. Heute hat man ja zusammengesessen bei ihr, im wunderschönen Kanzleramt, mit der SPD-Spitze und Bündnis 90 Die Grünen hat sich hierher fuhr, kam über ein Äther keine Einigung. Sie braucht ja die SPD. Und Bündnis 90 Die Grünen für ihre zwei Drittel Mehrheit in den beiden Häusern. Und es kriegt sie den Fiskalpakt nicht durch. Kriegt sie ihn nicht durch, ist er in Europa gescheitert. Ist klar, das größte Land. Holland macht auch nicht mit. Hochwahrscheinlich wird es auch in Frankreich scheitern. Dann ist das Ding hoffentlich, ich bete. Hoffentlich gescheitert. Denn wenn das Ding durchkommen sollte, dann werden wir alle noch unser blaues Wunder erleben. Dann ist das mal gerade der Anfang. Der Anfang vom Ende.
Ja, ja, das ist der Anfang vom Ende, wenn der durchkommen sollte. Das ist darstellbar. Alleine, ich sagte ja die Zahl, jahresdurchschnittliche Verschuldung von 1991 bis 2010 nur in Deutschland 47,9 Milliarden. Und der Fiskalpakt sagt für Europa 0,5% strukturelles Defizit aus Bruttoinlandsprodukt. Obwohl wir Ökonomen eigentlich, das ist auch so eine Geschichte, strukturelles und konjunkturelles Defizit überhaupt nicht differenzieren können. Und da gibt es auch methodisch Riesenprobleme. Wobei letzte Woche bei der Anhörung der Vertreter des Bundesverbandes der Arbeitgeberverbände und sagte, die konjunkturelle Komponente ist längst null. Hört. Das heißt also, es besteht überhaupt kein Handlungsbedarf mehr für irgendwelche Staatsschulden, wenn die konjunkturelle Komponente null ist. Ich habe dann mal zu Protokoll gegeben, ob er schon mal gemerkt hätte oder noch merken würde, dass wir Massenarbeitslosigkeit im Land hätten. Aber die interessiert die nicht mehr. Die ist längst abgeschrieben. Die Menschen, die arbeitslos sind, die haben die längst abgeschrieben. Die zählen gar nicht mehr, weil sie aus ihrer Sicht nicht mehr entsprechende Produktivitäten generieren. Die haben die abgeschrieben. Gesellschaftliche Explosion in der Soziologie. Deshalb reden die auch vom Fachkräftemangel, weil die wollen die nicht, die da jetzt arbeitslos sind. Die taugen nichts mehr. Die Arbeitskraft ist längst dequalifiziert. Nur noch alimentieren. Nur damit haben die Kapitalisten natürlich ein Problem, weil normalerweise soll das Proletariat die Kapitalisten ja ernähren und nicht die Kapitalisten die Proletarier. Das heißt, spricht Alimentierung. Wir können die Arbeitslosen ja nicht nach Holland schicken oder nach Frankreich. Die haben selbst genug davon. Ja, was macht man da mit den Arbeitslosen? Heinrich der VIII. Hat sie aufhängen lassen. Geht heute nicht. Ja? Also von daher ist das natürlich auch eine Systembedrohung. Schauen Sie sich die Arbeitslosenzahlen in Europa an. 25 Millionen etwa sind in der EU 27 registriert arbeitslos. Die Dunkelziffer liegt bei 40 Millionen. Spanien Arbeitslosenquote 25%. Die mag ich mir in Deutschland nicht vorstellen. Jeder zweite Jugendliche bis 25 in Spanien ohne jegliche Arbeit, ohne jegliche Zukunft. Griechenland, überall. Bei uns sieht es ja nicht anders aus. In Deutschland fehlen 5 bis 6 Millionen Arbeitsplätze. Da reden die von der konjunkturellen Komponente null. Das ist aber so schlimm, die glauben daran. Die sind bereits so verblödet und so interessenorientiert, dass die da zutiefst dran glauben. Und die Politiker, die das dann hören, sagen, ist ja prima, man soll keine Staatsverschuldung mehr machen. Da müssen wir nur noch strukturelles Defizit abbauen, das heißt den Sozialstaat schleifen, das ist doch wunderbar, dann ist unsere Hausaufgabe gemacht. So ticken die da in Berlin. Genauso. Und wenn man mal sich diesen Fiskalpakt anschaut, wir haben ihn ja längst in Deutschland mit der Schuldenbremse in der Verfassung im Juni festgeschrieben. Ja, da ist das ja noch brutaler, da steht 0,35, nicht 0,5 wie im Fiskalpakt, 0,35 strukturelle Komponente steht da, ab 2016 für den Bund und null Netto-Neuverschuldung für die Länder, für die Bundesländer ab 2020. Wenn man vorstellt, wie sind hier in Nordrhein-Westfalen, wie viel sind wir hier? 18 Millionen oder so? Ab 2020, damit das allen sehr klar ist, darf dieses Land, Nordrhein-Westfalen, keinen einzigen Euro mehr Kredit aufnehmen. Ja, ich wünsche den Politikern, die dann 2020, dann macht es in Deutschland viel Spaß, viel Vergnügen. Und gleichzeitig sollen auch noch die Steuern gesenkt werden, sagen die Kapitalisten. Ja, ja. Und jetzt haben sie eine Verschuldung, ja, die soll ja dann abgebaut werden. Bis 2020, damit überhaupt eine Null, da erreicht wird im Budget, im staatlichen Budget. Sie werden es natürlich nicht schaffen. Sie wissen es im Grunde genommen. Das ist gar nicht darstellbar.
Sie müssten selbst, wenn man einigermaßen Wachstumsfahrt unterstellen, sagen wir, nur in den letzten 20, 30 Jahren irgendwo ein reales Wachstum Jahresdurchschnitt von 1,5%, da bin ich ganz freundlich und ganz lieb bin ich da mit so einer realen Wachstumsrate. Da stellt sich ja sofort die Frage, aber wie groß ist die Produktivitätsrate? Wenn die auch bei 1,5 liegt, dann ist der Effekt aus Arbeitsvolumen richtig, null. Dann kriegen die einen Arbeitslosen weg. Alleine das erwürgt sie. Allein die fiskalischen Kosten für die Arbeitslosen erwürgt sie und wird dazu führen, dass sie ihr Ziel nicht erreichen werden. Und dann dürfen sie aber ab 2020, das haben sie in die Verfassung geschrieben, Leute, das ist deren Problem jetzt. Sie werden alle zu Verfassungsfeinden. Ja, da sitzen dann in dem Parlament nur Verfassungsfeinde. Wenn Sie da rangehen und noch einen einzigen Euro ab 2020 Kredit aufnehmen. Da müssen wir Sie alle anklagen als Verfassungsfeinde, unsere gewählten Parlamentarier, weil Sie das, was Sie in die Verfassung geschrieben haben, nicht einhalten werden. Oder den Großverbot, genau. Hatten wir ja schon mal. Oder Sie gehen so brutal auf die Bremse. Das heißt, sie kürzen die Ausgaben, weil das Land hat ja sowieso keine Möglichkeiten über Steuer, weil die Steuerpolitik wird in Berlin gemacht. Gut, die Hundesteuer können sie mal erhöhen. Bisschen Gewerbesteuer, aber lach nur mal. Ja, sie können nur reagieren über Ausgabenseite und müssen kürzen. Jetzt sind die Straßen ja schon kaputt in den Kommunen. Jetzt redet schon in den Kindergärten rein. Wissen das auch. Wir wissen auch, wie marode, wie kaputt das Öffentliche gemacht worden ist. Und Sie haben überhaupt kein Problem damit, öffentliches Eigentum dem Privaten zum Fraß vorzuwerfen, damit Sie auch hier Ihr Vermögen anlegen können. Das ist öffentliches Eigentum, das da verscherbelt wird. Zu niedrigsten Preisen. Da habe ich aber ganz große Störgefühle als Bürger. Ganz große Störgefühle. Aber der umgekehrte Weg, die Privaten zu verstaatlichen, ja, dann ist was los, wenn du diese Forderung aufstellst. Aber das öffentliche Eigentum, den Privaten, den reichen Vermögen, das ist so ein Anlagehof für die. Aber nur das Gute picken sie sich natürlich raus, damit muss der Profit machen können. Das ist völlig in Ordnung. Das geht prima. So. Zwei Alternativen will ich noch nennen. Wir haben das, ist ja auch in der Anmoderation gesagt worden, ich bin Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, die Memorandumgruppe, gibt es seit 1975. Wir haben jetzt zum ersten Mal, auch noch vor dem Hintergrund, den ich geschildert habe, zum ersten Mal in dem jetzt vorgelegten Memorandum 2012, fordern wir eine Vermögensabgabe. Neben der Vermögensteuer, die ausgesetzt wurde, 97, bitte jetzt nicht verwechseln, Vermögensteuer mit Vermögensabgabe. Wir fordern, um entsprechend den Staatshaushalt zu entschulden, weil das dringend notwendig ist, eben über Vermögensvernichtung, fordern wir eine Vermögensabgabe in Höhe von 2% pro Jahr über 10 Jahre, also kumuliert 20% auf das Nettovermögen, also Bruttovermögen nach Abzug aller Verbindlichkeiten, aller Schulden, gleich Nettovermögen, und zwar auf alle Vermögensbestände, Geldvermögen, Immobilienvermögen, Produktivkapital, von allen privaten Haushalten in Deutschland und von allen Unternehmen, also auch vom Betriebsvermögen. Unser Oma, ihr kleines Häuschen, wollen wir nicht nehmen. Wir sagen, hohe Freibeträge, ich war dagegen. Bei unserer letzten Sitzung, will ich hier auch offen sagen, ich war nicht für so hohe Freibeträge. Aber wir sind ein demokratisches Gremium und nach langer Diskussion haben wir uns darauf verständigt. Ich war auch für 5%, nicht für 2% nur. Aber lassen Sie mich zunächst nochmal den Befund nennen. Das würde kumuliert über die 10 Jahre
ein Barwert, also wir müssen das ja dann diskontieren, ein Barwert von 300 Milliarden Staatseinnahmen bedeuten. Wir haben für die privaten Haushalte angesetzt einen sehr hohen Freibetrag von 1 Million Euro. Ja, Sie schütteln mir den Kopf, ich auch. Ich wollte nicht so hoch. Und bei den Unternehmen von 2 Millionen. Jetzt muss man natürlich bei den Unternehmen sehen, viele kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen. Ja, da kann so eine Vermögensabgabe dann auch schon zu einer Belastung werden. Ja, man müsste es eigentlich mehr ausdifferenzieren, das Betriebsvermögen. Große Unternehmen, marktbeherrschende Unternehmen, Konzerne, das müsste man differenzieren. Aber wir haben das auch in Anbetracht der Zeit, muss ich sagen, wir stehen ja immer unter enormem Zeitdruck auch, dieses Gutachten zu machen, das nicht mehr geschafft, sondern wir wollten unbedingt aber erstmal diese Vermögensabgabe ins Memorandum reinbringen, als sozusagen, als, wie gesagt, vielleicht als Erinnerungsposten. Nur eins ist auch klar. Das ist politisch nicht durchsetzbar in diesem Land. Kübel von Dreck hat man über uns ausgekippt, als das Memorandum im Mai erschien. Da kommen wieder die Umverteiler. Memorandumgruppe. Wollen es wieder umverteilen. Ja, man muss sich das ja mal vorstellen, wie die vorher umverteilt haben von unten nach oben. Die werfen uns jetzt Umverteilung vor. Das muss man sich, das vielleicht wirklich im fassen Boden aus. Vielleicht im fassen Boden aus. So, diese 300 Millionen sind mit diesem deutschen Volk nicht machbar, jedenfalls nicht in der Politik. Das zeigt unser Riesenproblem, das wir in unserem Land haben. Dass so eine Vermögensabgabe, die bescheiden ist, denn die zusätzliche Staatsverschuldung aus der Krise der letzten 4, 5 Jahre waren alleine 400 Milliarden. Das heißt, wir könnten die mit dieser Vermögensabgabe über 10 Jahre diskontiert mit 300 Milliarden nicht einmal kompensieren. Und trotzdem ist diese Vermögensabgabe von 300 Milliarden in diesem Land politisch nicht machbar. Aber bitte, dann muss dieses Volk auch die Lektion lernen. Dann muss sie auch lernen. Denn das Ergebnis ist dann grausam. Das ist dann die Kette, die ich eben aufgezeigt habe, die dann abläuft. Zweite Bemerkung dazu, neben dieser Vermögensabgabe, über den Zeitraum von 10 Jahren, brauchen wir eine völlig andere Steuerpolitik. Da habe ich jetzt die Zeit nicht für, da bitte ich um Verständnis, da empfehle ich aber allen hier im Raum, sich das Memorandum 2012 zu kaufen, das ist jetzt der Werbeblock, da findet sich sozusagen sehr dezidiert die veränderte Steuerpolitik wieder, ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken, die veränderte Steuerpolitik wieder, die wir fordern. Also, Erhöhung der Spitzensteuersätze, ich will sie nur nennen, Einkommensteuer auf 53% wieder hoch, ab einem zu versteuernden Einkommen pro Einzelperson 67.000 Euro, Anhebung der Körperschaftssteuer, die zurzeit bei 15% liegt, wieder auf 30%, sie war mal wesentlich höher, für thesaurierte und ausgeschüttete Gewinne. Dann Abschaffung Ehegattensplitting, allerdings ein differenziertes. Ja, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Spottet auch heute jeder Beschreibung, ist absolut nicht mehr en vogue. Dann eine völlig andere Gewerbesteuerstruktur in Form einer Gemeindewirtschaftssteuer, die auch die Wertschöpfung komplett besteuert und nicht nur heute die Gewinne, sondern eben auch Zinseinkünfte und so weiter. Dann die sofortige Abschaffung der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge, die jeder Beschreibung spottet, ja, mit den 25%, das sind ja alle Steuergeschenke für Reiche und Vermögende. Dann die sofortige Wiedereinführung der 97 ausgesetzten Vermögensteuer. Da beziehen wir uns immer noch auf das Gutachten vom DIW mit 1% beim Freibetrag pro Haushalt von 4-Personen-Haushalt von 500.000 Euro und endlich adäquate Erbschaftssteuersätze, wenigstens auf international vergleichbarem Niveau. Wir vererben jedes Jahr etwa 250 Milliarden Euro in diesem Land und darauf zahlen die Reichen und Vermögenden gerade mal 4 Milliarden Erbschaftssteuer.
Auch das spottet jeder Beschreibung. Dann sagen wir, endlich Schluss zu machen mit den Steuerkriminellen. Endlich mit dem steuerkriminellen Pack aufzuräumen, die jedes Jahr in diesem Land etwa 100 Milliarden Euro Steuern hinterziehen. Gerade die Schweiz hat es ja nochmal gesagt, was da alleine in den Tresoren liegt, wo man ja jetzt im Grunde genommen die Amnestie, die auch ganz schlimm ist, ja, da schlägt jedem ehrlichen Steuerzahler die blanke Faust ins Gesicht, ja, dieses steuerkriminelle Pack im Grunde genommen hier auch jetzt noch reinzuwaschen, das ist unglaublich. Alleine, wenn Sie ja nicht diese Zahl langsam durch den Kopf gehen lassen, 100 Milliarden Euro Steuerhinterziehung in diesem Land. Keiner würde über, auch nur eine Nanosekunde lang über Staatsverschuldung reden müssen, wenn wir die Steuern eintreiben würden. Aufgrund bestehender Steuergesetze. Da musste ich ja nicht mal die Steuergesetze verändern. 100 Milliarden. Umsatzsteuerbetrügereien, was hier abgeht. Ja, die Finanzämter sind ja nicht einmal mehr in der Lage. Ich habe das jetzt wieder bei meiner Steuererklärung gesehen. Ja, wir hatten mal vor kurzem eingeladen einen hohen Beamten der Finanzverwaltung, der war auf unserer Tagung, und der hat mal geschildert, wie das abgeht heute in den Finanzämtern. Hier braucht kein Personal. Und wenn da mal Betriebsprüfer da sind und im Bankenbereich wirklich prüfen, dann werden die für bekloppt erklärt von Koch in Hessen. Dann werden die für irre erklärt, werden das Verkehr gezogen. Das geht in unserem Land ab. Das ist ja unglaublich. Betriebsprüfer, die Banken prüfen, Top-Leute sind das, ja? Die dann wirklich mal Banken hart ranlegen, ja? Und nicht Augen zudrücken. Die werden dann aus dem Verkehr gezogen, ja? Die werden dann für irre erklärt. So läuft das in unserem Land. Ja, wir fordern seit Jahren endlich die Finanzverwaltung personell aufzustocken, damit diese Steuerkriminellen endlich gefasst werden in unserem Land und zur Rechenschaft gezogen werden. So, das nur in groben Umzügen. Und den letzten Punkt sagen wir natürlich auch auf, dann diskutieren wir noch und danach gucken wir Fußball. Dass kein Weg daran vorbeigeht, wenn wir wirklich die Geisel nicht nur in unserem Land, sondern in allen europäischen Ländern bekämpfen wollen, nämlich die Massenarbeitslosigkeit, dass wir die Arbeitszeit verkürzen müssen. Deshalb fordere ich auch keinen Wachstumspakt, wie auch das jetzt Hollande übrigens macht. Und wie man jetzt die Merkel, wie die SPD und die Grünen, die Merkel da reinzwingen will. Ich fordere einen europäischen Pakt für Arbeitszeitverkürzung. Weil wir können aus der Krise, auch aufgrund der Produktivitätsentwicklung, die einfach größer sind als die Wachstumsraten, uns nicht wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen per Wachstum. Wie groß müssen denn die Wachstumsraten, bitteschön, frage ich dann mal, sein? Wollen wir noch mehr unsere Umwelt, die schon kaputt ist, wollen wir noch mehr kaputt machen? Auch dieses grüne Wachstum, was man da neuerdings liest, ist letztlich ein Wachstum, das Ressourcen verbraucht und Emissionen freisetzt. Nein, ganz falsch. Wir sind so produktiv geworden. Oswald von der Bräunig, der hat das damals, da war ich noch Student, das war eine Veranstaltung, werde ich nie vergessen. Oswald von der Bräunin, die Jüngeren vielleicht, Jesuitenpater, Ökonomieprofessor, Adenauer Berater, CDU-Mitglied, ein Philosoph, ganz große Persönlichkeit. Da war in den 60er Jahren eine Veranstaltung, 60er Jahren über Arbeitszeitverkürzung. Und da hat dann einer im Saal gefordert, die 35-Stunden-Woche. Da waren wir damals noch bei einer 48. Da sagte er, junger Mann, 20 Stunden reichen heute schon aus. 20 Stunden reichen schon aus. Ist doch klar. Hat er recht. Wofür verbrauchen wir die Produktivität? Um noch mehr Dreck zu produzieren, den keiner braucht? Um noch mehr die Menschen in Zwangsarbeit zu schicken? Lass uns die Menschen befreien. Lass uns die Produktivität einsetzen, um sie weniger arbeiten zu lassen.
Das ist Reichtumszuwachs, ohne die Umwelt zu zerstören. Lass uns Bücher lesen, lass uns bilden und nicht jeden Morgen in die Fabrik trampeln und Güter produzieren, die nur wirklich keiner braucht. Aber wir müssen uns immer über eins im Klaren sein. Wenn der technologische Fortschritt, der in der Regel für uns Menschen ein Segen bedeutet, weil er nämlich dazu führt, dass wir weniger arbeiten müssen, wobei natürlich unter kapitalistischen Verhältnissen sofort die Frage aufkommt, wer erhält aber in einem solchen System diesen Produktivitätszuwachs? Da sagen natürlich die Kapitalisten, das ist doch klar, wer den erhält? Wir. Mit allen Implikationen. Das ist der Kern. Wer glaubt denn daran, hier im Raum, dass wir nicht einen enormen Produktivitätszuwachs weiter in den nächsten Jahren haben werden? Wer glaubt denn, nur mal ein Beispiel zu nennen, dass in 5, 6 Jahren, jetzt bin ich ganz großzügig, sagen wir spätestens in 10 Jahren in irgendeinem Supermarkt in Deutschland, in Europa, wir auch nur noch eine Verkäuferin sehen werden. Selbst die Kassiererin wird es nicht mehr geben, weil wir uns selbst abkassieren werden über Chipkarten. Und die Regale, die heute auch noch von Menschen beschickt werden, das werden in der Nacht Roboter machen. Das ist technologischer Fortschritt. Naja, ich meine, macht das Spaß, Regale zu beschicken? Nö. Das ist eigentlich eine abstumpfende Arbeit. Wenn die einen Roboter übernehmen kann, finde ich gut. Genau wo, wenn man sich mal so einen technologischen Fortschritt in der Automobilindustrie anschaut, wie die Lackierereien in den 60er Jahren in den Automobilwerken aussahen. Die Kolleginnen, die da gearbeitet haben, die haben alle Krebs gekriegt. Erbärmlichen Lungenkrebs, die sind erbärmlich gestorben. Das machen heute Roboter. Finde ich gut. Nur die Frage ist, dann werden ja, lassen Sie meinen Gedanken zu Ende bringen. Dann werden wir Arbeitskräfte ja immer mehr freigesetzt. Dann entsteht das System als Ganzes die Frage, was machen wir mit den Menschen? Die Antwort wäre, die Arbeitszeit verkürzen. Die Produktivität benutzen als Finanzierung, das ist ja Finanzierungsmasse, um die Arbeitszeit zu verkürzen. Nur das will das Kapital natürlich nicht. Weil das Kapital will, dass die Produktivitätssteigerung wo landet? Richtig, im Profit. Das ist dann die Systemfrage. Die kapitalistische. Da zeigt der Kapitalismus dann seine hässliche Fratze. Wenn man die Menschen entlässt, sie externalisiert sozusagen, und der Unternehmer, der Kapitalist sagt, doch Gesellschaft, hast du den Arbeitslosen? Braucht ihr nicht mehr. Sieh zu, wie du damit klarkommst, aber wag es nicht, mir die Alimentationskosten des Arbeitslosen durch mehr Steuern anzulassen. Da hol bitte die Alimentierung bei der Arbeiterklasse selbst, indem du die Lohnsteuer erhöhst, die Abgaben erhöhst. Das ist das Spiel, das gespielt wird. Bitte.